kill with your skill, lautet unser heutiges Motto. Und damit ganz herzlich willkommen zu unserem fünften Gaming-Test. Wir zeigen euch heute, wie ihr seht, Bulletstorm, den etwas unkonventionellen Shooter aus dem Hause People Can Fly. Ich werde dazu einige Gameplay-Szenen zeigen, bisschen kommentieren und am Ende gibt es wie immer eine Bewertung. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Starten wir gleich durch. Yeah! Die Story um Bulletstorm ist sicherlich kein Shakespeare, aber trotzdem gut erzählt. Ihr seid Grayson Hunt, Mitglied der Konföderationstruppe Dead Echo, die der Welt Frieden und Ordnung bringen soll. Bis ihr dann aber erfahrt, dass ihr eigentlich Unschuldige getötet habt. Natürlich könnt ihr das nicht auf euch sitzen lassen und tretet kurzerhand aus der Elite-Truppe aus und schwört Rache. Es geht also prinzipiell um simple und altbewährte Vendetta. Ja! Halt die Klappe! Beantworte mir eine Frage. Diese Leute, haben sie uns gezwungen, unschuldige Zivilisten zu... Über kurz oder lang zieht ihr aber einfach den Kürzeren. Denn Serrano hat einfach mehr Macht und mehr Einfluss in der Konföderation. Seine Waffen, seine Schiffe sind einfach mächtiger. Und ihr kommt dagegen nicht an. So kommt es, wie es kommen muss. Und ihr werdet von Serrano abgeschossen. Und landet unfreiwillig auf dem idyllischen Planeten namens Stygia. Naja, so toll ist es dort gar nicht. Denn dort fängt der Ärger so richtig an. Muahaha. Im Grunde ist Bulletstorm recht innovativ. Neben den herkömmlichen Waffen könnt ihr auch eine Peitsche aus der linken Hand benutzen, eine Laserpeitsche. Zudem ist es auch möglich, mit dem Bein danach zu treten und anschließend nochmal drauf zu schießen. Je kreativer ihr die Gegner um die Ecke bringt, desto mehr Skillpunkte bekommt ihr. Diese Punkte könnt ihr wiederum in Upgrades und bessere Waffen eintauschen. Am sogenannten Versorgungskapitel. Das Tolle daran ist, ihr könnt ganze Gegnerhorden teilweise komplett ohne Waffengewalt abmurksen. Das ist besonders dann nützlich, wenn ihr Munition sparen möchtet. Und ihr bekommt dafür mehr Punkte, die ihr ohnehin braucht. Die besagten Versorgungskapseln findet ihr übrigens auf dem ganzen Planeten. Am Anfang werdet ihr nur ein Maschinengewehr und eine Kanone haben. Später werden auch kräftigere, wuchtigere Waffen hinzukommen. Statistiken könnt ihr übrigens auch einsehen, sowie Skillshots, die ihr bereits gemacht habt und welche ihr noch freischalten müsst. Auch Statistiken über Grayson Hunt sind vorhanden. Jetzt nicht unbedingt wichtig, aber trotzdem eine nette Spielerei und recht informativ. Einige Waffen wie das Scharfschützengewehr sind besonders interessant. Ihr könnt nämlich die Kugel nach dem Abschuss immer noch steuern. Oh, was für ein Zäpfchen. Ja, das tut gut. Steuern hin oder her. Schlecht bin ich trotzdem. Ja. Ihr werdet das Scharfschützengewehr jetzt nicht oft benötigen, aber es ist trotzdem nützlich, da ihr die Gegner mit einem einzigen Schuss platt macht. Somit auch wiederum Munition spart. Yeah, welches auch. Ach, daneben.
Einer geht noch. Einer geht noch rein. Optisch ist Bulletstorm ein richtiges Highlight. Zumindest zwischendurch. Die Unreal 3 Engine, 3.5 eigentlich, macht ihre Arbeit gut. Zwar sind die Texturen am Boden und in den Gesichtern jetzt nicht gerade die besten. Sie sind teilweise etwas schlecht aufgelöst, überzeugen aber trotzdem. Die Engine schafft es aber gut, wie man hier gerade sieht, spektakulär alles zu inszenieren. Und das, muss ich sagen, macht das Spiel sehr reizvoll und auch das Lightning und die Umgebungen sind wunderschön gestaltet. Da kann man absolut nicht meckern. Wie gesagt, die Bodentexturen und auch an den Wänden und im Gesicht sind sie etwas schwach, aber sonst ist Bulletstorm sicherlich ein Hingucker. Auch wenn die Mutanten sich etwas wiederholen von der Optik her. Übrigens, das Spiel nimmt sich nicht immer ganz so ernst, wie man hier gerade schön sehen wird. Oh, sorry Bruder. Tut mir echt leid. Und hier auch noch eine schöne Szene. Nicht gut. Ja, gegrillter Mutant. Herrlich. Und noch ein wunderbarer Dialog. Kommt auch noch. Achtung. Hör zu, Mädchen, bitte, wir sitzen hier schon seit Ewigkeiten fest. Hilfst du uns, von dieser Welt wegzukommen? Ja? Fick dich doch! Wenn ihr Scheißer mich verfolgt, reiß ich euch eure Schwänze ab! Was soll das denn bedeuten? Du reißt unsere Schwänze ab? Die Schwänze reißt sie ab. Köstlich, einfach köstlich. Ein Manko zum Gameplay sollte noch erwähnt werden. Bulletstorm mutiert nämlich im Verlaufe des Spiels, so ab dem 4., 5. Akt, immer mehr zu einem gewöhnlichen Shooter. Denn ihr bekommt später dann immer mehr Gegnerhorden vorgesetzt. Und das bedeutet, ihr ballert nur noch. Da heißt es nur noch überleben. Schießen und überleben. Und nochmal schießen. Das ist schade, weil dann ist die Kreativität ziemlich weit hinten und wie gesagt, Bulletstorm ist dann eigentlich nur ein gewöhnlicher Shooter, der immer noch Spaß macht, keine Frage. Aber es ist eben schade. Für die Wertung zu Bulletstorm habe ich mir diesmal etwas schwer getan, aber ich hoffe, sie wird akzeptabel für euch. Ich gebe der Grafik 8 von 10 Punkten. Die Levels sind schön gestaltet. Und auch die Inszenierung ist wirklich gut gelungen. Leider sind Texturen an den Wänden und am Boden und auch an den Gesichtern einfach viel zu schlecht aufgelöst. Das können andere Shooter weitaus besser. Der Sound bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Ich habe da nichts Großartiges auszusetzen. Der Soundtrack ist episch und schön anzuhören und auch die deutsche Synchronisation ist absolut in Ordnung. Nicht perfekt, aber trotzdem sind 9 Punkte verdient, meines Erachtens. Das Gameplay bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Wie gesagt, Bulletstorm fängt kreativ und innovativ an.
Leider wird es später zu einem gewöhnlichen Shooter, was sehr, 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 sehr schade ist. Am meisten hat mich aber der Online-Modus von Bulletstorm enttäuscht. Bis auf einen Highscore-Modus und einen Koop-Modus gibt es eigentlich nichts Interessantes oder Innovatives, was Bulletstorm bei diesem Multiplayer zu bieten hätte. Sehr, sehr schade. Deswegen gibt es von mir auch nur 7 von 10 Punkten. Ich werde auf gamers7tv.eu aber näher darauf eingehen. Was den Wiederspielwert betrifft, so denke ich, dass er sicherlich akzeptabel ist, aber sicher auch kein großer Teil von Bulletstorm. Deswegen akzeptabel für den Wiederspielwert. Denn ob einem der Multiplayer gefällt oder nicht und ob einem das ausreicht mit dem Echo-Modus, also dem Highscore, muss jeder selbst entscheiden. Ich für meinen Teil erwarte einfach mehr von einem Online-Modus und somit auch mehr für den Wiederspielwert. Somit bekommt Bulletstorm eine Wertung von 78%. Sicherlich keine große Wertung, keine extra hohe Wertung, aber trotzdem ein guter Schnitt, denke ich. Die Wertung soll euch keinesfalls von einem Kauf abhalten. Bulletstorm macht trotzdem richtig Spaß und ist sehr kurzweilig und hat aber eben leider einige kleine Fehler, die einfach nicht zu übersehen sind. Das soll es auch gewesen sein von unserem 5. Gaming-Test. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Unser nächstes Projekt wird Portal 2 werden. Eigentlich war Shift 2 geplant, aber unser Tester Didi hat einige Probleme mit Abstürze, deswegen müssen wir etwas umdisponieren. Ich hoffe, das ist kein Problem. Portal 2 ist ja auch ein klasse Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte abonnieren, kommentieren und Daumen hoch. Und wie immer wünsche ich euch ein schönes Zocken. Bis zum nächsten Mal. Euer Onge. Ich bin jetzt draußen.